Danke, dass du ein gnädiger, ein barmherziger Gott bist. Und danke, dass du jeden heute kennst und du weißt, mit welchen Gedanken wir da sind, was uns bewegt hat, hierher zu kommen, welche Sehnsucht wir nach dir haben und was wir für Antworten von dir brauchen. Ich danke dir, Vater, dass du diesen Geist gesandt hast und er mitten unter uns ist. Und wir segnen diesen Tag. Ich segne dein Wort. Ich segne jeden Einzelnen, Jesus. Geist Gottes, geh von einem zum anderen. Berühre die Herzen und lass uns dich wirklich erkennen. Lass uns dich heute neu wirklich erkennen. Lass uns neu dich wirklich sehen. Lass uns neu hören, dass du der gute Gott bist. Dass du der gute, barmherzige Vater bist. Dass du nur das Beste für uns hast. Danke, Vater. Wir lieben dich. Wir beten dich an. Amen. Amen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben: Gegangen, um wieder zu kommen. Gegangen, um wieder zu kommen. Jesus ist gegangen. Aber bevor er gegangen ist, nach seiner Auferstehung, war er 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs. 40 Tage. Er hat viel mit ihnen gesprochen. Er hat vieles ihnen erzählt, vieles gesagt, was sie zu tun haben, wenn er weggeht. Aber ich glaube, die Jünger haben damals wenig verstanden, weil der Heilige Geist war noch nicht auf sie gekommen, oder? Sie haben alles gehört, er hat ihnen alles gesagt. Aber das zu verstehen und begreifen, wie sollen die Jünger ein Dynamit bekommen, eine Kraft bekommen? Wie wird es aussehen? Wie kann das passieren? Wir sind doch einfache Fischer. Was soll da noch kommen? Jesus, wir haben doch dich, ist doch genug. Jesus sagt, nein, es ist gut, dass ich weggehe. Es ist gut, dass ich zum Vater gehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der verheißene Tröster nicht kommen. Und er ist gegangen, Jesus, damit dieser Tröster kommen kann. Jesus war damals geografisch nur in Israel, oder? Er konnte nur damals die Leute in Samaria, in Judäa, in Galiläa, wirklich, ja, sie treffen, sie erleben, sie heilen. Aber heute kann er auch in Freudenstadt unsere Herzen bewegen und neu zu ihm bewegen, dass wir ihn erleben können. Heute kann er auch in Freudenstadt, zu jedem von uns, oder? Und das ist so schön, dass er das gesagt hat und getan hat. Er ist zum Vater gegangen, damit wir heute ihn erleben können. Auf dem Ölberg, können wir uns vorstellen, die Geschichte nochmals, was wir gehört haben, was da passierte. Die 11 Jünger sind da, sie gucken, sie hören, er redet zu ihnen und die letzten Worte wird oft gesagt, wenn ein Mensch weggeht auf eine lange Reise oder wenn der Mensch stirbt, hat er noch das Letzte, was er seinen Nachfolgern oder den Jüngern oder seinen Kindern zu sagen, er spricht nicht von Welt und Tag, oder? Er spricht nicht von irgendwelchen Dingen komischen. Er sagt das, was ihm auf dem Herzen so ist. Er sagt das, was ihn so bewegt. Er sagt das, was so wichtig für sie noch ist. Und da sagt Jesus diese Worte. Er spricht diese Worte und die hören sehr genau. Und da plötzlich steht er da und die schauen auf ihn und er geht plötzlich hoch. Können uns das Bild vor Augen jetzt malen. Auf dem Ölberg stehen die 11 da und gucken und hören und plötzlich geht Jesus hoch, höher, höher, höher und noch höher und irgendwann verschwindet er in den Wolken. Was sollen die Jünger da denken darüber? Was passiert gerade jetzt? Vor kurzem haben wir noch gehört, was er redet, wie er zu uns spricht und jetzt ist er nicht mehr da. Und sie starren, wie die Bibel sagt, starren und gucken und gucken. Und gucken, wisst ihr, die Bibel sagt uns nicht, wie lange sie geguckt haben. Aber ich nehme an, sie haben sehr lange geguckt. Wisst ihr warum? Weil irgendwann hat der Vater ihm gesagt, zwei Engel, geht mal runter. Die Jungs, die haben nichts kapiert, die starren und starren noch in den Himmel und die wissen nicht, was sie zu tun jetzt haben. Die haben gerade gehört, bleibt in Jerusalem, geht zurück und geht nicht weg. Und die gucken und gucken, da müssen zwei Engel kommen und ihnen sagen, ey Jungs, so geht's nicht, in den Himmel zu gucken. Ihr habt jetzt einen Auftrag, geht mal zurück, geht mal nach Jerusalem, geht mal in das Obergemach und bleibt dort im Gebet. So lange wartet, bis der verheißene Geist Gottes auf euch kommen wird. Und sie waren fasziniert, sie waren schockiert am Anfang. Die zwei Engel im weißen Kleidern stehen vor ihnen und sagen, nee, geht's nicht, so geht's nicht, geht
und tut das, was er euch gesagt hat. Und sie gehen zurück. Sie gehen zurück, sie bleiben oben und warten. Warten auf das, was Jesus oder auf den Jesus ihnen auch verheißen hat. Als Jesus auf dieser Erde war, hat er alles erfüllt. Vollkommen. Den Plan Gottes. Der Plan Gottes wurde erfüllt. Als er am Kreuz von Golgatha ausgerufen hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Er hat den Plan Gottes vollkommen erfüllt. Warum? Weil damals, als die Menschen im Garten Eden von Gott weggegangen waren, sie haben gesündigt. Sie sind untreu geworden. Ungehorsam. Und da musste der Vater im Himmel einen Cherubim vor dem Baum des Lebens, werde ich sagen, stellen, damit sie, die Menschen, die unreinen Menschen jetzt, diese Früchte nicht essen und ewig leben, hat er gesagt. Wir sollen die weg oder vertreiben, damit sie jetzt von diesem Baum des Lebens als unreine Menschen nicht essen. Aber es wird eines Tages jemand kommen und er wird die Unreinheit wegnehmen. Die Menschen damals, die wussten nicht, wie es sein wird. Wer wird kommen? Gott hat gesagt im ersten Buch Mose Kapitel 3, dass es wird einer kommen. Er wird kommen und wird euch frei machen. Aber wie und wann wusste der Mensch nicht. Und so vergingen viele Jahre. Wir wissen nicht genau, wird gesagt 4000, wie auch immer. So viele Jahre sind vorbei. Und eines Tages kommt dieser Jesus als Baby. Er wird geboren, er lebt in Israel und er stirbt für das Volk. Aber das Volk kapierte damals nicht, dass es dieser Messias, der versprochene Jesus ist. Sie haben es nicht kapiert. Aber das war alles vorausgesetzt, wurde alles schon gesagt. Und als er ausgesprochen hat, es ist vollbracht, da wurde wirklich im Himmel und auf dieser Erde etwas explodiert. Da war ein Dynamit. Dynamit explodiert. Die Menschen, die seitdem wissen, wenn sie den Namen Jesus anrufen, dann zittert die Hölle. Amen. Wenn der Name Jesus heute ausgerufen wird, dann zittert die Hölle, die Dämonen und Satan, er hat keine Chance. Wenn im Himmel der Name Jesus ausgerufen wird, von Milliarden von Engeln, Millionen, Milliarden vielleicht von Heiligen, dann jubelt der ganze Himmel. Der Himmel kommt in Bewegung. Die Menschen fallen auf ihre Knie und beten diesen Jesus an. Vor diesem Jesus, vor diesem Namen wird eines Tages alles, jedes Knie beugen und jede Zunge muss bekennen, ob sie es wollen oder nicht, ob sie es glauben oder nicht. Sie müssen bekennen, dass er der Herr ist. Amen. Sie müssen es bekennen, weil er König ist, weil er besiegt hat und er ist Retter. Er ist der Erlöser. In Philipper 2, Vers 9 bis 10 sagt uns Paulus, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Das heißt, da sind irgendjemand unter der Erde noch, ne? Die Dämonen. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Es heißt, Gott hat ihm den Namen gegeben, über alle Namen. Und eines Tages wird sich jedes Knie beugen. Oh, da bin ich so, da freue ich mich, dass wir Dämonen eines Tages sich beugen. Satan selbst, er muss sich beugen. Dieser Kerl, böser Kerl, Lügner, er wird sich beugen und er wird nicht mehr die Menschen verführen können. Er ist eigentlich besiegt, aber eines Tages muss er wirklich, er ist zunichte gemacht durch den mächtigen Namen Jesus. Welche Auswirkungen hat es für uns heute auf Erden, dieser Name Jesus und das, was er getan hat, dass er gen Himmel fuhr? Was ist es für uns heute? Welche Auswirkungen sind jetzt hier auf Erden? Jesus ist gen Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Aber bis dahin, was haben wir Christen, bis er wiederkommt? Was haben wir davon, dass er jetzt gen Himmel gefahren ist und dass er das, was er tun sollte auf Erden, erfüllt hat? Was haben wir davon? Das Erste, mein erster Punkt hier, ist, dass er der Retter ist. Er ist der Retter. Und das ist so schön über diesen Namen,
dass er Jesus heißt, heißt eigentlich hebräisch Retter. Ne? Jesus heißt Retter. Und Christus, griechisch Christos, heißt der gesalbte Retter. Der gesalbte Retter ist gekommen und er will jeden Menschen frei machen, jeden Menschen freisetzen. Wovon? Alle Menschen sind gefangen gewesen. Jeder Mensch, ob er es weiß oder nicht, jeder Mensch, der von Gott wegging, er ist gefangen gewesen und ist gefangen heute noch, wenn er den Namen Jesu nicht kennt. Jeder Mensch, der Jesus nicht kennt, ist gefangen. Und Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. In Kolosser 1, Vers 13 sagt uns Paulus, dass Gott, der Vater, uns von der Herrschaft Satans oder der Finsternis in das Licht oder in das Reich seines Sohnes rübergeführt hat oder hineingeführt hat. Wir sind nicht mehr im Reich Satans. Wir gehören nicht mehr zu diesem Reich. Wir waren alle mal dort. Aber Jesus hat uns gerettet. Er hat uns frei gemacht. Wie hat er uns frei gemacht? Durch seinen Heiligen Geist, haben wir heute gehört. Durch seinen Heiligen Geist. Er sandte den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was der Heilige Geist heute tut? Das Erste, was er tut, Jesus sagt, er wird von mir zeugen. Er wird von mir euch sagen. Und das Erste, was der Heilige Geist heute in unseren Herzen getan hat, wenn du Jesus heute aufgenommen hast, dann hat er dir gesagt, du bist ein Sünder. Wenn ich das dir sage, dann wirst du sagen, oh Paul, du bist komisch. So redet man heute nicht. Du bist ein Sünder. Ja, ein Fehler könnte sein, aber ich bin doch kein Sünder. Aber wenn der Heilige Geist, meine Lieben, unsere Herzen berührt, wenn der Heilige Geist uns spricht und sagt, das ist nicht gut. Wenn du so weitermachst, kommst du dort nicht an. Kommst du auf einen anderen Ort. Du kommst nicht an. Wenn du das weiter tust, wie du gelebt hast oder so leben wirst, wie du gelebt hast, kommst du nicht an. Du brauchst Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Und der Heilige Geist spricht zu unseren Herzen. Und wenn wir Christus aufgenommen haben, wissen wir noch den Tag vielleicht, wo Gott in mein Herz hineingesprochen hat und ich erkannt habe. Ich weiß, wo ich 21 Jahre alt war. Ich weiß noch diesen Abend. Es war im März. Ich weiß nicht genau wie den Tag, aber es war im März. Es war regnerisch. Ich war in meinem Zimmer und plötzlich kam der Geist Gottes so stark in mein Leben, so stark auf mich hin. Ich konnte nichts anderes, als auf meine Knie zu gehen, heulen, heulen und heulen. Es war so stark. Er hat mich in vielen Dingen überführt. Er hat gezeigt mein Leben, mein heuchlerisches Leben. Ich war in einer christlichen Familie, aufgewachsen, alles gehört, gesehen, aber ich lebte nicht so. Und er zeigte mir. Und da wusste ich, Herr, ich bin verloren, ich brauche dich. Und das Gute, das Zweite, was der Heilige Geist macht, er lässt uns einfach nicht so laufen. Er sagt, weißt du, Jesus hat schon dafür bezahlt. Jesus hat dafür bezahlt. Wenn du zu Jesus, auf Jesus aufschaust, er kann dir helfen. Er wird dir helfen. Das Zweite, was er tut, er zeigt uns Jesus. Er zeigt uns Jesus. Das Erste überführt er uns. Das Zweite, er zeigt Jesus. Er zeigt das Kreuz. Nicht dieses, ein Schmuck. Stück in unserem Raum. Das Kreuz auf Golgatha war ein Todeswerkzeug. Ein Werkzeug, an dem Menschen getötet wurden. Und er zeigte dieses Kreuz und sagt, schau mal, an diesem Kreuz ist Jesus für dich, für deine Schuld gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Und du kannst und du darfst Jesus in dein Leben aufnehmen. Und dann führt er uns auch ins Gebet, das Dritte. Er führt uns zu Jesus und sagt, komm, du darfst beten. Du darfst einfach das sagen, was dich gerade bewegt. Und all deine Schuld bei Jesus am Kreuz ablegen. Du darfst es, du kannst es, du bist willkommen, du bist herzlich willkommen. Und dann tun wir das, oder? Haben wir das getan? Viele von uns haben das getan und gesagt, komm, Jesus, in mein Herz. Und das Vierte, was er tut. Er lässt uns nicht einfach so und sagt, okay, gut, aber jetzt nimm diese Vergebung an. Nimm diese Vergebung an. Bleib nicht am Kreuz hier sitzen und sagen, okay, jeden Tag immer wieder um Vergebung. Nein, nimm das jetzt an in dein Leben. Nimm in dich hinein und lebe als Vergebender. Lebe als derjenige, dem vergeben worden ist. Und jetzt, die Bibel sagt, in Johannes 1, Vers 12, diejenige oder die, die ihn aufgenommen haben, kennen wir weiter? Denen gab er die Vollmacht, seine Kinder zu heißen. Diejenige, die ihn aufgenommen haben. Wie können wir heute Jesus aufnehmen? Durch den Heiligen Geist. Er spricht zu uns und wir nehmen ihn auf. Er kommt in unser Leben und wir sind erfüllt mit ihm. Meine Lieben, der Heilige Geist kommt nicht zu uns mit 99,9 oder 50 oder 60%. Er kommt voll. Aber das
hängt von uns ab, jetzt, wie wir unser Herz für ihn öffnen und sagen, Herr, du kannst alles haben, du kannst alles in meinem Herzen haben, du kannst mich gebrauchen. Und das Fünfte, was der Heilige Geist tut, das Schönste, und er fragt dich nicht und mich nicht, was er da tut. Er tauft uns in sein Leib hinein. Das ist so interessant. Ab diesem Moment, sagt die Bibel, wir sind hineingetauft in seinen Körper, in sein Leib, in Christi Leib hinein. Wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, wie es passiert. Aber in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13 sagt uns Paulus dieses Geheimnis, wie das passiert. Wie passiert es, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Jesus aufnehmen? Und dann passiert es, 1. Korinther Kapitel 12. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Gedrängt heißt es Baptizo her. Wir sind hineingedrängt in diesen Geist hinein. Wir sind voll jetzt. Jesus hat es getan. Er hat uns unser Leben gesehen, dass wir ohne ihn verloren waren. Er gab den Heiligen Geist, er sprach zu uns, wir haben ihn aufgenommen und er tauft uns in seinen Körper, in sein Leib. Und darum ist es so schön, egal wo wir heute hinfahren, egal wo wir in welches Land gehen, wir können überall Menschen treffen, die Jesus lieben, oder? Egal wohin, überall ist eine Gemeinde, überall, der ganze Welt. Und eines Tages wird es wunderschön sein, wir werden alle ihn sehen, alle, die ganze Braut. Und die ist jetzt in der Vorbereitung. Die ganze Braut Christi ist in der Vorbereitung. Und wir werden eines Tages alle ihn sehen. Und keiner wird den anderen sagen, du bist nicht wert. Du hast weniger getan für Jesus. Oder du hast überhaupt noch, warst beim Gottesdienst und hast zugehört und hast nie Menschen zu Jesus geführt. Nein. Jeder, der ihn aufgenommen hat. Jeder, der Jesus heute von Herzen liebt, der wird Jesus sehen. Klar, das sind andere Dinge, das, was später passieren wird, ja. Die Bibel sagt auch, die Werke werden eines Tages belohnt. Das ist was anderes. Aber wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir zu Jesus gehören, dann gehören wir zu ihm. Und er hat uns in sein Leib hineingetaucht und wir gehören zu ihm. Auf immer und ewig. Und niemand und keiner kann dein und mein Name auslöschen, oder? Aus dem Buch des Lebens. Es sei denn, wir selber sagen, nee, ich will nicht. Gibt es auch so Menschen. Aber schade. Schade. Das tun wir nicht. Oder? Wir lieben Jesus und wir wollen ihm folgen, egal was kommen mag. Und die Zeiten werden kommen, die werden nicht gut. Die Bibel sagt, die Zeiten werden noch anders sein. Darum lasst uns bereit machen, lasst uns auf diese Zeiten uns bereit machen und wissen, an wen wir glauben. Das Zweite, er ist der Retter, das Zweite, er ist das Haupt dann seiner Gemeinde. Wenn wir in sein Leib hineingetauft sind, dann sind wir in seiner Gemeinde und er ist das Haupt. Was mir sehr auch interessant ist, Jesus kennt jeden von uns beim Namen. Und nicht nur beim Namen heute. Es sind Milliarden von Menschen. Er kennt jeden beim Namen. Und er kennt deine und meine Gedanken. Der weiß, was du gerade durchmachst. Er weiß auch die Krankheiten. Er weiß deine Fragen. Er weiß deine Sorgen. Er kennt allen. Alles, was du in dieser Woche durchgemacht hast, weiß er. Deine Sehnsucht, deine Fragen, deine Sorgen. Keiner Mensch vielleicht weiß es, er weiß. Er kennt uns beim Namen, er kommt nicht durcheinander. Er kommt nie durcheinander, er weiß ganz genau, was du, was ich brauche, ganz genau. Er weiß es. Und diesem Gott dienen wir, meine Lieben. Wir können alles ihm sagen, er kennt mich und wir können mit ihm reden. Er kennt uns. Ich habe von einem Pastor mal gehört in den USA, das ist eine Megakirche, Tausende, über tausende Menschen. Und dieser Pastor, er kennt 15.000 seinen Mitglieder beim Namen. 15.000 beim Namen. Und meine Frage, kennst du jetzt deinen Nachbarn, wie er heißt? Es gibt Leute, die in die Gemeinde kommen und sagen, ja, den, oh, ich weiß nicht wie, was, kenne ich ihn nicht, ja, schon Monate, vielleicht Jahre. Kennst du deinen Nachbarn, wie es ihm geht? Vielleicht nach dem Gottesdienst einen guten Vorschlag. Geh mal auf jemanden zu, den du noch nicht kennst und sag, wie heißt du? Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, darf ich für dich beten diese Woche? Und du wirst sehen, was Gott tun wird. Wir brauchen einander und wir müssen uns einander kennen. Denn im Himmel sind wir alle dort bei Jesus. Und wenn wir hier einander nicht kennen, im Raum, meine Lieben, dort werden Milliarden Menschen, dann werden wir voneinander zugehen. Hey, wie heißt du, wie heißt du, wie heißt du? Wir müssen schon hier einander kennen. Wer wir sind und was Jesus mit uns vorhat.
Epheser 4, Vers 14 und 15, da sagt Paulus, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe. Heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Paulus spricht von der Gemeinde, der ganze Epheserbrief, es geht nur um die Gemeinde hier. Und im Kapitel 4 spricht er von einem Glauben, von einer Taufe, von einem Leib hier. Und er sagt, wir sind alle hineingetauft, oder dass wir heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin. Und wie kann man heute das praktisch tun? Heranwachsen in sein Leib hinein, meine Lieben. Wie kann man heute in sein Leib hineinwachsen? Das lesen wir oft so und gehen wir mal stocken hier und geht, aber wie geht das praktisch? Heranwachsen zu ihm hin, in seine Gemeinde hin, weil er das Haupt ist. Es heißt, dass wenn ich ab und zu in der Gemeinde bin, es bringt mir nichts. Viele Menschen sagen, ja, ich gucke heute jeden Sonntag, oder nicht heute, jeden Sonntag gucke ich Livestream, ich gucke ja, die Predigt mir an am Sonntag und ich sitze an meinem Fernseher, das ist sehr gut, dass wir nicht ohne Wort Gottes bleiben. Aber das ist nicht die Gemeinde. Jesus wird nicht nach Paul, Peter und Johannes kommen. Jesus wird nach seiner Gemeinde kommen. Amen. Jesus wird nicht nach Einzelnen kommen, er wird nach seiner Gemeinde kommen. Er will die Gemeinde sehen. Und hier in der Gemeinde entfalten sich seine Gabe, die er uns gegeben hat. Da sollen wir einander dienen, in der Gemeinde. Und da wachsen wir heran zu ihm, oder zu ihm hin, zum Haupt. Nur da können wir unsere Gaben falten. Meine liebe Gottesdienst ist nicht nur nehmen, Gottesdienst ist geben. Und eigentlich, die Bibel sagt überhaupt nicht von solch einem Gottesdienst. Die Bibel sagt, was richtig Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen nicht vergessen. Das ist Gottesdienst. Aber das, was wir machen hier, schön gut. Wir ehren Gott, wir loben Gott, wir hören das Wort. Aber das ist nicht Gottesdienst. Wie viele Menschen denken, ja, ich war doch beim Gottesdienst. Er soll doch mit mir jetzt zufrieden sein. Gottesdienst ist etwas geben. Was du bekommen hast, teil aus, gib weiter. Beschenke die Menschen mit dem, was du hast. Das ist Gottesdienst. Jesus hat den vollen Gottesdienst hier geführt. Er hat alles gegeben. Er hat immer und überall gegeben. Er hat sich wirklich ausgegeben. Er hat sein Leben gegeben. Und wir sind seine Nachfolger. Sollen auch wir geben. Gut, dass wir das Wort Gottes hören. Gut, wenn wir das Wort Gottes aufnehmen. Und das verändert uns heute. Das führt uns näher zu Jesus. Wichtig, dass das Wort Gottes dich trifft heute. Wichtig, dass das Wort Gottes mich trifft. Ich predige mir vor allem. Ich predige mir. Das Wort ist für mich. Ich brauche das Wort. Und dann gebe ich es weiter. Und das Wort Gottes ist so wichtig für uns, meine Lieben, dass wir im Wort Gottes bleiben. Und heranwachsen heißt wirklich, auf ihn zu schauen. Heißt, an diesem Weinstock bleiben. Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid die Reben am Weinstock, oder? Wer ist die gute Rebe heute? Wir müssen das wissen. Wenn du eine gute Rebe bist, bist du eine gute Rebe. Er sagt, die schlechte, ich will keine schlechte Rebe sein. Die schlechte wird er abzwicken, abhauen, abschneiden. Und die Rebe, die an ihm sind, er wird sie wirklich mit Leben füllen. Er wird sie füllen, damit sie Frucht bringen. Wir sind die Rebe am Weinstock, meine Lieben. Wir sind die, und das heißt, dass wir in dieser Gemeinschaft mit ihm bleiben. Nicht nur zu Hause irgendwo sitzen und sagen, okay, ich liebe Jesus. Wenn wir Jesus lieben, brauchen wir einander. Und das ist heranwachsen in sein Leib hinein. Er ist das Haupt. Und wir sind seine Reben oder seine Glieder. Schaut mal, wenn mir zum Beispiel, wenn mein Knie jetzt sagen wird, genug ist genug, so lange Jahre habe ich mich gebeugt und jetzt werde ich mich nicht mehr beugen. Was wird mit meinem Bein passieren? Mein Knie sagt, das streikt, sagt, nee, nichts mehr. Dann werde ich nur so laufen. Ne? Ich kann nicht mehr, das jetzt beugt sich nicht und will nicht. Es will nicht, dann werde ich werde behindert. Und es ist so. Auch richtig, oder in der Gemeinde, wenn einer sagt, nee, will ich nicht. Ich will nicht. Ich habe gerade Gabe bekommen, aber das sind für mich. Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir lernen, einander zu dienen. So
So wachsen wir heran zu dem hin, der das Haupt ist und er regiert. Er sagt, wie es lang geht. Er sagt dir und mir, wie wir leben sollen heute in dieser Welt. Wie wir als Diener, als Glieder an seinem Leib wirklich richtig gut funktionieren. Okay, das Dritte, was es für uns heute ist, dass, als, warum Jesus, als er in den Himmel gefahren ist, was es für mich und für dich bedeutet noch. Jesus ist der große hohe Priester und das fasziniert mich auch so stark. Er ist der große hohe Priester heute. Er ist der, der heute sagt, die Bibel, der ganze Hebräerbrief, wenn wir lest mal zu Hause, nimmt mal macht mal ein Bibelstudium und durchforscht mal den Hebräerbrief. Ist so stark, was der Hebräerbriefschreiber sagt über Jesus, über diesen hohen Priester, was er heute tut und wie er heute für uns einsteht. Und früher war das so, im Volke Israel waren viele Priester, die Leviten, ne, kennen wir, aus dem Stamm Levi, viele Priester und war einer, der hieß hohe Priester. Aaron und dann wurde später seine Söhne und so weiter. Und es ging, wenn Aaron als Aaron starb, kam Eleazar starb, kam Pineas und so weiter. Es kamen alle Priester, dann hohe Priester, eins nach dem anderen. Es waren keine zwei, immer ein. Und dieser eine hohe Priester durfte einmal an gewissem Tag, an dem Versöhnungstag, in das Allerheiligste reingehen. Einmal im Jahr in das Allerheiligste reingehen. Und wisst ihr, er war nicht einfach so, okay, jetzt gehe ich mal rein heute. Es war eine Jahresvorbereitung, ein ganzes Jahr hat er sich vorbereitet, um in dieses einmal in diese Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu treten. Einmal im Jahr geht der Hohepriester und er hat wirklich auch Kleider gehabt. Sehr tolle Kleider, bevor er reinging. Und es ist so wichtig, meine Lieben, dass wir auch heute wirklich, wenn wir zu Gott kommen, oh, jetzt werdet ihr sagen, ja, ich bin gesetzlich. Nee, ich bin nicht gesetzlich. Zieh deine beste Kleider für Jesus an. Ist so schön, dass wir das Beste geben. Nicht irgendwie in Gottesdienst gehen als ein Sportplatz. Zieh deine beste Kleider. Jetzt schau mal, wie die Hohepriester sich angezogen oder mussten sich anziehen, bevor sie in das Allerheiligste gingen. Lass mal 2. Buch Mose, Kapitel 28 anschauen. 2. Buch Mose. Und es war Gott, sprach zu Mose, und mache das Obergewand zum Ephod ganz aus blauem Purpur. Und oben in der Mitte soll eine Öffnung über den Kopf sein und ein Saum um die Öffnung her in Weberarbeit, wie der Saum, schaut mal, bitte, ich komme mal später zurück nochmal zu dem. Hört mal bitte gut zu. In Weberarbeit wie der Saum eines Panzerhemds, damit es nicht zerreißt. Und unten an seinem Saum sollst du ringsum Granatäpfel anbringen. Komisch, ne? Aus blauem und rotem Purpur und Karmesin. Und ringsum goldene Schellen zwischen ihnen. Es soll eine goldene Schelle sein, danach ein Granatapfel. Und wieder eine goldene Schelle, danach ein Granatapfel. Ringsum an dem Saum des Obergewandes. Und Aaron soll es tragen, wenn er dient. Und sein Klang soll gehört werden, wenn er in das Heiligtum hineingeht vor dem Herrn und wenn er hinausgeht, damit er nicht stirbt. Sehr interessant, wie ein hoher Priester gekleidet werden musste, wenn er in das Allerheiligste ging. Unten hat er ein weißes Gewand angehabt und dann oben ein blaues Gewand. Und das wissen wir auf immer Sinnbild auf Christus. Ein heiliges Leben, Himmel aufwärts, Himmel, ja, blauer Himmel. Es ist unsere Gedanken, Galater 1 wird gesagt, Galater 3, Vers 1 bis 3. Wenn wir mit Christus auferstanden sind, dann sind wir, dann schaut nicht das, was auch da auf der Erde ist. Schaut nach oben, auf ihn. Und er soll Schellen haben, goldene Schellen. Und wenn er in das Heiligtum ging, später haben die Rabbinen auch was noch Schlaues gemacht. Sie haben einen Strick angebunden an sein Bein. Wenn er reingeht und plötzlich seine Heiligkeit nicht so ist, wie es sein sollte, wenn er dachte, vor Gott, dann kippt er um und stirbt dort im Allerheiligsten. Aber wer darf rein? Keiner darf mehr rein. Da wurde er rausgezogen,
Denn ja, so waren später die Hohepriester, jedes Jahr sind sie reingegangen in das Allerheiligste, weil sie Angst hatten. Ist es genug, meine Heiligkeit? Ist es genug, alles, was ich da gemacht habe, Opfer da gebracht habe? Er kam mit einer Schale in das Allerheiligste, mit der Schale voll Blut von einem Widder, brachte es rein und gießt es aus auf den Deckel die Gnadendeckel, ne? Und da konnte dann er erst mit Gott reden. Aber er dachte immer, ist es genug? Ist es genug? Aber die Goldschellen und die goldene Schellen und der Granatapfel sollen zeigen, dass er, wenn er jetzt Angst hat, die Leute wussten so, jetzt ist er am Allerheiligsten. Jetzt betet er zu Gott, Stille. Da war der Mucks meist Stille. Er betete und Gott sprach zu ihm. Und Gott sagte ihm, gab ihm Anweisungen. Und wenn er wieder rausging, da wusste das Volk, er wird jetzt kommen und uns Anweisungen Gottes geben. Einmal im Jahr, können wir das vorstellen. Gewiss waren auch Propheten damals im Land und die sagten auch, wie es lang gehen soll mit dem Volk Israel. Aber einmal im Jahr, dieser hohe Priester, eine Begegnung mit Gott. Meine Lieben, heute hat Jesus den Vorrang zerrissen. Wir dürfen gehen, wir brauchen nicht mehr jetzt warten, wir brauchen keinen Strick mehr anbeten und sagen, ist genug meine Heiligkeit, ich gehe jetzt nicht mehr in meiner Heiligkeit zu Gott, ich gehe in seiner Gerechtigkeit, er hat mir die Kleider der Gerechtigkeit angezogen und ich darf gehen zu ihm, ich darf bei ihm sein, ich darf mit ihm reden, mit meinem Papa, ich darf fragen und er gibt mir Antworten. Und nochmal zurück zum Hohepriester. Und wird gesagt, er hatte einen Saum hier gehabt, wie ein Panzerstärke, das durfte nicht verreißen. Und die alle Menschen, die Aarons und seine Söhne, wenn die Kleider schon alt wurden, wurden neue genäht. Und eines Tages, als der Kaiphas Hohepriester war und Hanna, sein Schwiegervater, und wo Jesus gefangen genommen wurde und wo Jesus in Matthäus 26, könnt ihr das nachlesen, wo er gefangen genommen wurde und Jesus kommt und Kaiphas fragte nach vielen hin und her, sagt, ich beschwöre dich bei Gott, sage uns, bist du Christus, der kommen soll? Er sagt, du sagst es. Und jetzt, ab jetzt, werdet ihr den Menschen so sehen, zu rächen der Macht Gottes. Und er wird mit den Wolken mal kommen. Und da wird gesagt, er zerriss seine Kleider. Der hohe Priester zerriss seine Kleider. Er durfte es nicht machen. Er zerriss seine Kleider. Und es an diesem Moment, an dieser Stunde wird gezeigt, dieser Hohepriester, sein Amt ist aus. Jetzt tritt ein neuer Hohepriester ein in das Allerheiligste, Christus. Er ist der wahre Hohepriester. Die alle Hohepriester waren nur ein Sinnbild auf ihn, der kommen wird. Und jetzt hat er seine Kleider zerrissen. Er hat sein Amt mit diesen Worten oder mit diesen Taten niedergelegt. Jetzt kommt er, der wahre Hohepriester. Und er tritt in das Allerheiligste. Er steht hier heute vor dem Vater und er betet für dich und für mich, meine Lieben. Ist nicht genial? Ist es nicht genial? Er steht vor uns, vor Gott und betet für uns. Dieser wahre, große, starke Hohepriester. Hebräer 8, Vers 1 bis 2. Hebräer 8, 1 bis 2. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones, der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Die Hauptsache bis zu diesem Kapitel, alle sieben Kapitel, sagt dieser Hebräerbriefschreiber, die Hauptsache von dem aber nochmal, er macht es jetzt mit einem Satz fertig, fest, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones, der Majestät im Himmel. Er ist ein Diener heute. Er dient heute den Menschen, seiner Gemeinde. Das ist der wahre Hohepriester. Und das, er wird eines Tages kommen, der wahre Hohepriester. Er wird seine Braut zu sich holen und dann werden wir ihm dort dienen. Aber der Dienst wird nicht irgendwelchen langweilig sein. Der Dienst wird gut dort sein, weil wir mit ihm gemeinsam in dieser Stiftshütte eingehen dürfen. Aber heute können wir schon im Geiste dort sein mit ihm, weil er für uns heute da ist. Der vierte Punkt. Jesus will, dass jeder von seinen Kindern dorthin kommt, wo auch er ist.
Das ist der Wunsch von Jesus. Er hat gesagt in Johannes 17, Vers 24, wo er betet noch zum Schluss, bevor er gekreuzigt wurde, war er in Gethsemane und die Jünger waren um ihn und die haben gehört, was er gebetet hat. Und er betet diesen Satz. Er sagt, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt, Vater, ich will so von Herzen, dass die, die du mir gegeben hast, auch dort mit mir sind, bei mir sind, mit mir sind. Und Jesus will, dass jeder Mensch heute, der durch diese Welt geht, durch diese Erde geht, jeder. Er hat für jeden bezahlt. Und Jesus will, dass jeder Mensch dort bei ihm ist. Egal wie komisch er ist. Egal was er im Leben verbrochen hat. Egal was er getan hat. Jesus ist für jede Schuld und Sünde gestorben. Und Jesus ruft heute Menschen. Und Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Leben geben. Kommt zu mir alle. Er sagt, ich will, Vater. Das ist sein Wunsch heute. Und er spricht es heute zu dir und zu mir. Ich will, dass du auch dort bist, wo ich bin. Ich will, dass du auch dort bei mir bist. Vergiss bitte diesen Satz nicht. Jesus will jeden Tag das haben oder dort dich sehen, wo er ist. Gehe nicht krumme Wege. Tue nicht Dinge, die Jesus nicht gefallen. Jesus will, dass wir dort sind und das tun, was er oder wo er gerne ist. Jesus will. Und er will uns eines Tages in seinem Himmel sehen. Amen. Vor 8 Tagen waren vor meiner Tür plötzlich 2 Männer gestanden und dann haben geklingelt und Irene ruft mich. Es waren die lieben Brüder, die unterwegs oft sind und mit der Bibel. Und sie sagt, oh, meine lieben Brüder, schön, dass ihr da seid. Ja, von wo? Ja, sie haben gleich mit angesprochen. Sie sagt, ja, okay, zuerst muss ich wissen, von wo sie kommen. Ja, wer sie sind. Ja, okay. Ich sage, ja, okay, alles klar, gut. Und wir reden, wisst ihr, ich bin nicht derjenige, der diskutieren will über die Bibel. Ich glaube das, was ich habe. Ich diskutiere nicht und keiner kann das mir rausnehmen. Es ist meins. Es ist reingeschrieben hier und es ist meins. Ja, aber wissen Sie, und. Dann haben wir hin und her geschoben, die biblische, ja, aneinander mit dem Bibel, ja, biblische Verse und so weiter. Aber wisst ihr, das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts, aneinander mit der Bibel da. Und dann hat einer Bruder gesehen, ich habe die Umarmung gesagt, ihr seid meine Brüder. Obwohl ihr keine Kirche seid, eine Organisation, wird es gesagt. Nee, das sind keine Kirche, bewusst. Und ich sage, aber okay, aber ihr seid meine Brüder. Und dann sagte einer, okay, wenn Sie aber nicht glauben, dass wir hier auf Erden eines Tages das Paradies haben werden, dann sehen wir uns nicht mehr. Er sagte, es tut mir echt leid, dass wir uns nicht mehr sehen. Ich wünsche mir so von Herzen, dass wir uns eines Tages sehen. Wisst ihr, die Bibel sagt in 1. Petrus, dass die Erde und alles, was darauf ist, wird wie eine Buchrolle eingerollt und weg. Es wird alles weg. Es geht alles weg. Wenn wir ihn sehen, wird eines Tages nicht mehr sein. Denn Jesus hat gesagt, ich werde einen neuen Himmel schaffen, neue Erde. Und wisst ihr, ihr habt gesagt, ist doch egal, wo und wie. Mir ist wichtig mit ihm. Mir ist wichtig, dass ich mit ihm bin. Wenn er kommt, dass ich seine Stimme hören kann, dass ich ihm entgegen kann. Und wenn Sie, die das noch nicht haben, wissen Sie, dass Sie wiedergeboren sind? Wissen Sie, dass Ihr Name im Himmel angeschrieben ist? Oh, das weiß ich nicht. Darum geht es in unserem Leben, dass ich genau weiß. Tag und Nacht können Sie mich auch fragen. Ich weiß 100%. Das ist kein Stolz und keine Arroganz. Ich weiß, dass er mir vergeben hat. Ich weiß, dass ich zu seinem Leibe gehöre. Ich weiß, dass ich zu seiner Gemeinde gehöre. Ich weiß, dass er, wenn er kommen wird, er wird meinen Namen nennen und ich werde ihn erkennen. Denn er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir kennen, wissen, wo wir hingehen. Wir sollen wissen, er wird kommen. Er wird kommen eines Tages. Wir sollen wissen, wo wir hingehen. Wir müssen das Wort kennen, das Wort studieren. Wir müssen wissen, wer er ist. In Philipper 20 sagt dieses Wort, ein sehr tolles Wort, wenn ihr in Diskussion kommt mit solchen Leuten. Philipper 3, Vers 20, 21, sagt Paulus. Philipper 3, 20, 21,
Kommen wir nach? Okay, Dankeschön. Nee. 20, ich brauche noch 20, bitte. Jawohl, danke. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Gibt es noch Fragen? Unser Bürgerrecht, oder wird noch in Griechisch bestimmt, unser Wandel oder Heimat, kann man das auch übersetzen, oder? Unser Bürgerrecht, Heimat oder Wandel, aber ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Und Vers 21, der unser Leib der Nichtigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Mit anderen Worten, unser Wandel ist schon dort. Und Paulus sagt in Epheser Kapitel 1, dass wir in den himmlischen Regionen schon versetzt worden sind. Wir sind versetzt mit ihm und wir sind begnadigt und gesegnet in allen himmlischen Regionen mit ihm. Wir sind schon dort, wir leben schon dort. Und in Epheser 2 wird gesagt, unser Bürgerrecht, oder wir sind nicht mehr Heimatlose, wir haben eine Heimat. Wir haben den Himmel. Wir gehen dorthin, von wo auch er eines Tages kommen wird. Er wird kommen und wir werden ihm entgegengehen. Wir werden ihm entgegen. Er wird unser Leib verwandeln. Wir werden nicht mehr sterben. Wir werden nicht mehr krank. Wir werden nicht mehr verletzt, wenn die Menschen uns kritisieren, wenn die Menschen über uns Böses reden. Wir werden nicht mehr verletzt. In 1. Korinther Kapitel 15 sagt uns Paulus, 51 und 52. 1. Korinther. Er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen. Jemand von uns wird noch Jesus sehen vielleicht. Vielleicht werden schon manche uns vorausgehen als Gesegen des Herrn. Manche, vielleicht unsere Kinder oder wer weiß, wenn Jesus kommt. Aber er sagt, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Wow. Wir werden verwandelt werden. Wir werden einen neuen Körper haben. Wir werden Jesus schauen, den, der uns entgegenkommt, mit Milliarden von Engeln. Die Posaune wird erschallen und wir werden sehen. Die Toten werden auferstehen. Wir werden alle als seine große Gemeinde ihm entgegengehen, wenn er kommt. Und dieser Tag wird bald kommen. Und ich komme zum letzten Punkt. Wir, seine Kinder, werden in seinem Bild verwandelt. Und das ist das Geniale, was der Geist Gottes heute mit dir und mit mir macht. Wir werden als seine Kinder in sein Bild verwandelt. Die Bibel sagt so oft, wir werden ihm gleich. Wir werden ihm gleich. Gleich sein. Genau wie er. Und wir werden heute schon verwandelt als seine geliebte Kinder. Wir sind heute schon in diesem Prozess. Das Volk Israel hat damals 40 Jahre Manne gegessen. Ne? Ich habe mir so vorgestellt und ich habe gedacht, 40 Jahre sind sie unterwegs und Gott schenkt jeden Tag Manne in. Und morgens kam Manne vom Himmel. Ne? Und wenn die Sonne, wird gesagt, Sonne aufging, verschwand das Manne. Wenn einer zu ein Langschläfer war, hat der Herr keine Manne mehr gehabt. Und gut, wenn du ein Frühaufsteher bist, dass du das lebendige Manna heute isst. Wir wissen, dass das Brot, das Wort Gottes ist das lebendige Brot, das wir heute essen. Und wir sollen das Manna, das vom Himmel jetzt jeden Tag zu uns kommt, das Wort Gottes, das ist das, was wir brauchen. Und wenn einer heute dürr ist oder nicht, ja, sich irgendwie unwohl fühlt, dann esst er zu wenig da. Meine Lieben, ich rate dir, mach mal eine Woche wirklich eine gute Kur. Nicht fasten, aber lese jeden Tag, halbe Stunde mindestens, die Bibel. Und du wirst sehen, wie du zunehmen wirst. Boah. Wie das Wort Gottes uns wirklich sättigen wird. Und wir werden wirklich immer wieder Hunger bekommen. Immer wieder nach Gott. Und je mehr wir nach Gott Hunger haben, desto mehr werden wir ihn schauen. Desto mehr haben wir mit ihm Kontakt. Desto mehr werden wir sehen, wie er meine Gedanken, die oft nichtigen Gedanken, in seine Gedanken verwandelt. Ich werde das denken, was auch er denkt. Ich werde das fühlen, was er fühlt. Weil ich bin nach seinem
nach seinen Maßstäben erschaffen. Ich bin nach seinem Bild erschaffen heute. Und er, Gott will, dass ich in sein Bild heute reinkomme. Und Jesus will, dass wir verwandelt werden. Von einer Herrlichkeit zu anderer gehen. Von einer Herrlichkeit zu anderer. Weil Jesus das lebendige Wort ist, kann man ihn nicht genug haben. Amen. Wenn Jesus das wahre Wort Gottes ist oder die Quelle ist, kann man nicht genug satt uns trinken. Nee, weil da kannst du nicht trinken und sagen, ich bin satt. Das lebendige Wasser brauchen wir jeden Tag. Er ist das wahre Leben und jeder, der ihn aufnimmt, hat das ewige Leben, hat die Zukunft vor sich. Er wird kommen und alle Augen werden ihn schauen. Alle Augen werden ihn schauen. Bist du bereit? Heute Morgen diese Frage. Bist du bereit, ihn einmal zu schauen? Wartest du auf ihn mit Sehnsucht? Wartest du auf ihn, wenn er kommen wird und sagst, jawohl, Jesus, ist nicht so wichtig gewesen, alles, was auf dieser Erde für mich war. Ich lasse es mit Freude zurück. Ich gehe mit Freude Jesus entgegen. Und das ist unsere Zukunft, das ist unser Ziel, meine Lieben, auf ihn zu warten. Und er wird kommen. Gegangen, um wieder zu kommen. Er wird kommen. Sei bereit. Amen. Amen. Amen.